Action, ja, neues Format, Real Talk. Und zwar heute mit dem Dark Siffler, Chantal. A.k.a. Chantal, a.k.a. Sifi, a.k.a. the most Bavarian Rockstar. Auf. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und dem Johnny Orcraft on Air, a.k.a. Der Penis. Ja, Rockhard 2018, wie gefällt's euch? Super geil bis jetzt, also jedes Jahr wie immer Rockhard ist Pflichttermin. Es ist mein Lieblingsfestival, ich arbeite wahnsinnig gern mit dem Festival zusammen und auch die Leute, die da sind, sind mega entspannt. Also du bist ja auch YouTuber, was hast du so für Formate am Start? Ein Bier mit, ich saufe den Leuten vom Camp das Bier weg und befrag sie übers Festival. Das ist ein gutes Format. Alkohol trinken ist immer ein gutes Format. Und du machst auch wunderschöne Videos. Oh, das ist aber jetzt... Oh, Dankeschön. Da werde ich richtig rot. Das ist... Ja, was mache ich denn? Ich filme Leute, belästige sie mit der Kamera, mache Impressionsvideos. Ich mache den Trailer zu diesem wunderbaren Festival gemacht und werde auch einen sehr schönen, hoffentlich sehr schönen Aftermovie. Ich finde dieses Wort Aftermovie ja so falsch. Es klingt immer so... Ja, wir benutzen einfach dieses Wort. Nachfilm. Einen Analmovie machen, einen Nachfilm. Müssen wir das eigentlich rauspiepen? Die Anale. Du kannst ja dieses grunzende Schwein jetzt mal... Wir hätten das mal mitnehmen sollen, das war wirklich schön. Ja, auf jeden Fall. Indem man einfach sieht, wie toll auch die Stimmung tatsächlich war. Ich versuche wirklich, die Stimmung, die hier ist, einzufangen. Ja. Ohne zu beschönigen. Ja, das hört man wirklich oft, dass die Leute einfach nur mal sich darauf vorbereiten mit so einem wunderschönen Video. Oder einfach als Andenken, wir waren da und was war alles passiert. Und ja. Ja, was haltet ihr denn allgemein von den ganzen Festivals? Gerade das Rockhard, ist das im Begriff, zu einem zweiten Wacken zu werden? Oder ist das hier immer noch so, wie es mal war, nur halt ein bisschen größer? Wann warst du das erste Mal da? Leider tatsächlich, es ist mein zweites Jahr. Ja, es hat sich schon viel verändert, aber immer wieder zum Positiven. Man muss jetzt immer sagen, auch, und das ist das, was das Rockhard ausmacht, die Philosophie des Festivals ist es, sie hören sich Kritik an und versuchen es nächstes Jahr zu verbessern. Das ist auch der Grund, warum ich das Rockhard so liebe, einfach. Weil eben die Philosophie dahinter steckt, der Gast ist erstmal im Fokus und deshalb... Ich kann über das Rockhard echt nichts Schlechtes sagen, weil es mich all die Jahre immer wieder neu überrascht hat. Das ist auf jeden Fall gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon viele Festivals hinter mir und mein allererstes Jahr hier war direkt von Platz 0 quasi auf Platz 1, weil es ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach das Feeling und das Drumherum stimmt hier einfach. Würdest du so auch bestätigen? Es ist schön, also muss man echt sagen. Man sagt ja immer klein familiär, also es ist nicht mehr klein, das kann man nicht mehr sagen. Also so müssen wir mal jetzt von dem klassischen Dorf-Festival ausgehen, aber es ist immer noch sehr familiär. Es fühlt sich nicht so groß an, wie es ist. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gelesen, ausverkauft mit 17.000 Leuten oder so sind wir momentan. Für mich, jetzt ohne Schleichwerbung zu machen, mein Lieblingsfestival im Jahr. Ich freue mich jedes Jahr hier drauf. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ja. Ich warte jedes Jahr die ganze Saison drauf. Ich bin auf vielen Festivals unterwegs. Dieses Jahr sind es 11, letztes Jahr waren es 12. Und mache überall meine Videos, aber ich freue mich jedes Jahr exponentiell. Das YouTube-Money, Bitches. Natürlich, man muss den Algorithmus penetrieren, aber nee, es macht einfach am Rockhard irgendwie am meisten Spaß. Natürlich bin ich auch am Summerbreeze unterwegs, was ich nicht unerwähnenswert lassen mag, einfach weil die mir damals geholfen haben, in das Genre mit reinzukommen und mich da wohlzufühlen. Und auch auf das freue ich mich mega. Nur da ist es halt eine ganz andere Philosophie und dann muss man halt ein bisschen ja, das Ganze anders betrachten. Also wenn man kennt beide Veranstalter persönlich und trotzdem merkt man, jeder verfolgt so sein eigenes Ding, ist ja klar. Für mich war aber von vornherein, und das habe ich dem Summer Breeze auch gesagt, dass es Rockhard definitiv mein Lieblingsfestival ist. Und Summer Breeze kommt damit auch nicht zu kurz, sagen wir mal so. Also ich lobe das auch immer und versuche auch immer, aus der Sicht des Gastes Videos zu drehen. Wobei, selbst da musst du ja sagen, selbst beim Summer Breeze, was sind da 60.000 Leute mittlerweile? 45.000, aber es kommt ja auch nicht ganz so krass vor. Ich meine, sie fangen langsam an, also letztes Jahr war ich jetzt nicht da, aber ich glaube, langsam fängt es an mit so Nebenspaß, ich sag jetzt mal, ohne jetzt negativ abwerten zu wollen, aber so à la Wacken mit Ringern und Catchen und hier Nebenshow, wer es mag, ich bin ja jetzt kein Fan von, aber grundsätzlich habe ich immer noch das Gefühl von den Jahren, die ich da war, und ich bin jetzt seit 2008 bis auf einmal jährlich da gewesen, es kam mir nie so groß vor, wie es dann doch tatsächlich war. Also das kann man ihnen auch nicht anlasten. Ja, nicht so wie beim Wacken, wo es halt wirklich total riesengroß ist und du halt auch, du hast halt wie am Rockhard oder am Summer Breeze, wo ich sehr schätze, man hat nicht die ewig weiten Wege vom Camp zum Infield,
wenn man nicht gerade am hinterletzten Eck pennt, ist klar. Aber du hast am Wacken zum Beispiel, da bist du auf Camp bla 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 und dann, ich bin da auch schon eine Stunde lang zum Infield gelaufen. Ja. Und dann noch durch Matsch, was ja das Wacken irgendwie auszeichnet, ist halt schon schwierig und deswegen ist es nicht so mein Favorite Festival. Also ich muss gestehen, ich war tatsächlich noch nie auf dem Wacken, aber das, was man mittlerweile so sieht und mitbekommt... Du musst es auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ja, auch jetzt noch? Doch, immer noch. Also Wacken ist schon eine Erfahrung, die man mal mitgenommen haben sollte oder kann, wenn man auf Festivals steht. Das ist schon... Also ich weiß, mein erstes Wacken fand ich mega. Ich meine, muss dazu sagen, ich hatte Glück, ich war erstmal als Presse da. Das heißt, ich habe gleich so, wie, dann kommst du Backstage, dann haben die da eine riesen Gitarrenausstellung gehabt. Ich war gleich so im Himmel. Ja gut, das ist natürlich dann geil, klar. Aber das ist natürlich nochmal was, also eine andere Wackenerfahrung, die ich dann mitgenommen habe. Aber selbst für die Leute, die ich kenne, die jetzt auch ein Normalwacken gemacht haben, das war cool, auch die zu besuchen. Aber du hast recht, also da bist du dann auch mal eine Dreiviertelstunde unterwegs. Kann dir auf dem Summerbreeze aber, also da kann es ja auch passieren, aber da ist halt so das Maximum, glaube ich, so die Dreiviertelstunde laufen. Ja, wie schon eben gesagt, es fühlt sich nicht so an. Es ist zwar groß, aber die Wege sind so irgendwie zentral gehalten, dass du relativ schnell zur Bühne kommst, sag ich jetzt mal. Was hat mich an kleinen Festivals, in Anführungszeichen, wie es Rock Hard zum Beispiel, was ich super finde, ist, wenn mich Leute anschreiben, hey, komm zu unserem Camp, dann weiß ich, ich habe echt nur 10 Minuten maximal zu laufen, dann bin ich da und dann wohnt der vielleicht sogar im hinterletzten Eck. Dann schaue ich, dass ich da eventuell hinkomme. Am Wacken, wenn mir jemand anschreibt, hey, komm zu dem Camp, da weiß ich in erster Linie schon gar nicht mehr, wo ich hin muss. Und dann noch betrunken und dann noch, also da kommt da so viel dazu. Du kannst ja nicht nur, wenn du Videos drehst, kannst du nicht zeitlich abschätzen, wann bist du wo und wann sind die an ihrem Camp. Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Und ich habe halt einfach zu sehr Kontakt mit dem Gast. Wo ich sage, wenn Leute mich kennen und wollen, dass ich zu ihnen komme und ich soll mir ihr Camp anschauen und soll mit ihnen reden, dann ist es für mich einfach eine Herzenssache, dass ich da auch dann hinkomme. Es tut mir am Rockharz echt schon fast leid, dass ich es nicht schaffe. Am Summer Breeze ist es fast schon unmöglich. Und dann Wacken kannst du total vergessen. Also, was Fanservice einfach angeht. Ja, und so Sachen wie Fantreffen ist immer auch ein bisschen... Wie meinst du das Fantreffen? Ja, also so ein Fantreffen veranstalten, so aka mit Menschen, denen wir Namen nicht genannt werden darf. Ja, ich stehe immer noch ein bisschen auf dem Schlauch, aber also, sag mal so, du meinst jetzt auf dem Wacken generell oder auf dem Summer Breeze? Egal, überhaupt. Also gut, ich meine, das ist ein schwieriges Thema, gerade wenn du Reichweite hast, also da schließe ich mich jetzt mal aus. Aber wenn du Reichweite hast, zu sagen, du machst auf dem Fantreffen, auf dem Event und da kommen dann plötzlich wieder Leute, es ist schon schwierig. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel das böse Wort Drachenlord. Was voll eskaliert ist, da tat mir Summer Breeze extrem leid. Und das kann hier auch passieren. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, ich hätte jetzt plötzlich eine Reichweite von 2 Millionen Leuten und sage, hey, ich mache hier Iblali, also Iblali zum Beispiel ist hier unterwegs und sagt, hey, ich mache hier einen Fan-Preffen auf dem Rockhard. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Iblali? Ja, wo ist er denn? Ich bin der Meinung, ich habe ihn da hinten gesehen. Dass der dich eigentlich noch nicht auf Twitter gesperrt hat. Ja, eigentlich schon. Für mich ist es so, ich bin echt so weit und die Leute fragen sogar an, hey, wie schaut's aus, gibt's ein Fan-Treffen? Und ich sage immer, ich habe keine Fans, ich habe Zuschauer. Wenn die Zuschauer mich sehen wollen, und dann sehen sie mich. Ich kleide mich auffällig, damit man mich treffen kann. Und das Einzige, was ich wirklich mache, und das funktioniert, hat letztes Jahr gut funktioniert, ich setze mich am Summer Breeze 4 Stunden lang an einem gewissen Tag, das mache ich vorher bekannt, auf Social Media, setze ich mich in den Biergarten und dann kann man mit dazu stoßen. Die Frage ist, wie irgendwann werden es immer mehr und irgendwann sind es zu viele. Wie gesagt, so Drachenlord. Wenn sowas eskaliert, ist es scheiße, weil dann brauchst du wieder Securities. Und gut, ich habe jetzt keine Hater nicht oder wenige oder bis gar keine, also eigentlich keine. Ich bin halt ein netter Mensch, so wie wir alle hier. Auf jeden Fall. Durch und durch. Und aber sollte das irgendwann am Überhand nehmen, dann kann man das auch nicht mehr so handhaben. Ich versuche es dieses Jahr wieder. Am Rock Hards kennen mich auch sehr viele Leute, aber da kann ich jeden fast persönlich noch treffen. Und ansonsten, Fantreffen finde ich ganz in Ordnung, aber man muss halt, ich finde, dann müsste man ein Event draus machen. Ja, ja. Was viele Menschen noch immer als, ich nenne es jetzt mal Vorurteil sehen, die denken, du lebst von YouTube und das ist dein Hauptjob. Aber wir sind trotzdem ja stinknormale Festivalgänger. Ja, aber noch nicht mit 1000 Abos. Ich glaube nicht, dass einer denkt, dass du mit 1000 Abos von lebst oder doch, bei 3000. Doch, tatsächlich, Abos. Tatsächlich. Ja, ernsthaft? Leute denken von mir auch und ich habe 3500. Die denken von mir, dass ich Vollzeit-YouTuber bin. Liegt aber auch daran, weil meine Social-Media-Präsenz eigentlich nur nichts anderes zeigt, wie ich bin jedes Wochenende auf einem anderen Event. Ich gehe halt viel auf Festivals, um das alles zu machen, aber Fakt ist, ich habe halt einen guten Arbeitgeber, der mir sehr viel freigibt. Ich auch. Das ist zum Glück so, ja. Ja, und was noch so eine Sache ist natürlich,
wie eben schon erwähnt, wir sind otto-normale Festivalgänger, dass wir halt einfach den Zusatz haben, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit, dass wir hier einfach für euch, für uns, also für mich ist es beides, schöne Sachen drehen, dass jeder seinen Spaß daran hat. Und dass das Festival sich dafür bedankt, dass du zum Beispiel umsonst reinkommst oder so, das ist ja, finde ich, jetzt nicht das Schlechteste. Ich sage mal so, wenn du umsonst reinkommst, dann musst du auch abliefern. Ja. Das ist so ein Geben und Nehmen. Führ dich einfach auf wie ein ganz normaler Mensch. Und das ist ja bei mir mittlerweile schon so, es gibt Festivals, die anfragen. Kommst du vorbei, schau dir das Festival an. Ich bin offizieller Festival-Guru. Ich kenne das ABC in- und auswendig. Und ich bin ein ABC-Nazi. Ich gehe auch zu den Leuten hin und sage ihnen, räumt euer scheiß Camp auf. Und das ist das Allerwichtigste. Natürlich. Und dann, wenn ich dann da bin, dann will ich auch wirklich was machen fürs Festival. Ich meine, ob das jetzt Promotion ist oder ob das einfach nur ist, damit ich mit den Leuten rede. Ich meine, der Festivalveranstalter verlangt, in Anführungszeichen, ungeschriebenes Gesetz, sage ich jetzt mal, von mir, geh doch mal übers Camp, hol die Meinung der Leute ein, bring sie zu uns, dann wissen die auch direkt, haben einen Kanal quasi. Ich mache es aber andersrum auch, wenn mich die Leute was fragen, gehe ich zum Veranstalter, frag die Frage und bring sie zurück, die Antwort. Also das ist so, das ist das, was ich am meisten liebe. Deshalb auch das FAQ-Video vorab vom Ding mit Zusammenarbeit des Festivals, weil das macht am meisten Spaß für mich und dann habe ich die Leute informiert und die gehen viel informierter auf ein Festival und nicht mit so vielen offenen Fragen wie darf ich ein Aggregat mitnehmen oder sowas. Gut, ist auf jedem Festival anders, aber genau das ist das Wichtige, dass viele Festivals mit mir zukünftig auch dann mehr zusammenarbeiten, weil ich eben zwar ein kleines Sprachrohr, aber immer noch greifbar bin. Ja, Sprachrohr ist immer wichtig, klar. Gerade für alle Beteiligten. Und das ist ja auch das, was uns drei jetzt zum Beispiel auszeichnet. Du bist ein wahnsinnig guter Impressionen- und Aftershow-Movie-Macher. Du machst wahnsinnig gute Interviews sowohl mit Bands als auch mit den Leuten vom Campground. Und auch jetzt dieses Format so mit uns, weil das ist was ich auf meinem Kanal wahrscheinlich nicht so machen kann. Aber dann kommt noch dazu, dass ich halt dann, wie gesagt, mit dem Veranstalter strikt zusammenarbeite und das im Pack zusammen gibt es für den Gast wahrscheinlich das komplette Roundup. Ja, so würde ich das auch genauso stehen lassen. Ja. Gibt es nichts hinzuzufügen, das passt. Und gerade so in der metal-technischen Szene, ist es heutzutage schwierig, da noch irgendwie was Gutes abzuliefern oder sagst du persönlich auch Scheiß drauf? Ich habe meine Leute, die das gucken und wenn ihr es nicht gucken möchtet, dann ist das halt so. Glaubst du als Band oder jetzt als YouTuber? Als YouTuber. Als YouTuber würde ich sagen, die Szene ist noch zu klein und unerfahren. Es kommt noch, da gibt es irgendwann einen Boom und der bleibt nicht aus, denn wir als YouTuber werden auch sowohl wir auch vorher in den Medien nicht so präsent waren und jetzt immer mehr relevanter werden, gehe ich auch davon aus, dass wir veranstaltungstechnisch immer relevanter werden, das mit Sicherheit. Und weil, wenn wir vernünftigen Content abliefern, dann werden wir auch seriös aufgenommen. Die ersten Male, wo ich im Graben gestanden war, haben mich die Fotografen angeschaut, als wäre ich ein Vollidiot. Yeah. Weil sie dachten, was macht jetzt der da? Der hat nicht mal eine richtige Kamera. Ich habe mit dem Handy gefilmt, weil es einfach der Bildstabilisator am besten ist. Ja, aber ich glaube, so haben wir alle irgendwo angefangen, mit dem Handy und dann irgendwo so ein bisschen versucht, was zu filmen. Nein, ich bin gleich mit einer guten Kamera rein. Ja, okay, der Johnny, der ist aber natürlich... Aber ich habe mir die auch nur ausgeliehen. Der Johnny ist echt professionell aufgestellt, was das Ganze angeht. Ja, das stimmt. Der Johnny geht auch immer hin, falls ihr seine Videos nicht kennt, schämt euch übrigens. Der geht auch immer hin. Das Festival ist gerade 2 Stunden vorbei und das Video ist schon fast oben. Ja, jetzt betreibt man nicht. Aber ich meine, das ist aber auch das Problem an dem ganzen Ding. Ich meine, es ist auch ein schwieriger Content, den du machst. Also ja, Beispiel, du willst abliefern. Ich kann das schon erstmal, du wirst abliefern und dann bist du... Ich meine, ihr wisst ja auch, wie es ist. Der Traffic läuft die ersten Tage. Ja. Die Leute fahren nach Hause und ab Sonntag, also Samstag ist Ende, die ersten fahren Samstag, der Rest fährt Sonntag. Das heißt, Sonntag, die ersten, Montag gucken die meisten Leute drauf. Ja. Und wir sind jetzt alle keine Kanäle, also zumindest ich kann es für mich sicher sagen, ich habe keine breite Masse. Also ich, klar, gucken sich das die Leute, aber du kannst mit jedem Tag, der halt weiter verstreicht, kannst du schon mal mindestens 400, 500 Leute abziehen, die auf dieses Video klicken, je nachdem, wie groß das Festival ist. Das finde ich, merkst du sehr, sehr, sehr stark. Das heißt, wenn du Traffic willst, musst du da schnell sein, was ich auch sehr frustrierend teilweise finde, weil du dir dann doch Mühe gibst, wobei ich jetzt auch sagen muss... Wir wissen es alle, wir als Festivalgänger, wie anstrengend ist es am Sonntag überhaupt so irgendwas zu machen, wenn wir heimkommen. Da ist Duschen mal das Geilste, was überhaupt passiert. Ja, wir pennen hier alle nicht im Hotel, nur dass ihr das auch mal versteht. Wir pennen alle in Autos, Zelten oder sonst irgendwo. Wir,
wollen gar nicht, selbst ich glaube, selbst wenn das geboten werden würde, wir wollen gar nicht den Fame und sagen, ich penne nachts im Hotel, einfach weil kann ich Geld finde. Kann ich ein klares Review aus der Masse machen, als Sicht des Gastes, wenn ich aus dem Hotel abgeholt werde und dann für 5 Minuten kurz filme, die Meinung der Leute einhole, vielleicht, aber selber kann ich doch gar nicht sagen, ob das Festival gut ist oder nicht, wenn ich es nicht als Gast quasi gesehen habe. Richtig. Und das ist meine Philosophie, die ich einfach so hege. Ich will das. Und es ist ja jetzt für mich nicht die Arbeit. Es ist trotzdem noch Festival und genauso soll ich es leben. Ich mache mir jetzt nicht mords den Stress oder so, sondern wenn ich meine Formate abfilme und der Mane, Kameramann kann das bezeugen, ich sitze dann am Dienstag da und sage, heute machen wir nichts, morgen machen wir das, dann stehe ich morgen in der Früh auf, habe noch einen Kater und sage, machen wir übermorgen erst was, okay. Ja, ja, tatsächlich, genau sehe ich das auch. Das ist wie in der Schule, am letzten Tag wird abgeliefert. Auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Wobei heute schon Donnerstag ist, muss man sagen, also wir sind echt fleißig heute. Also, wo waren wir stehen geblieben? Saufen? Nee, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten es über Festivals, so viel kann ich dir sagen. Aber ja, wir sind über Aufwand und über Spaß und dass wir eigentlich ganz normale Leute sind. Genau. Ich fühle mich gerade wieder mega arrogant irgendwie, wenn ich sowas sage. Also die Sache ist ja so, die Leute, die uns, oder weil ich zum, es war das Thema, glaube ich, auch, dass wir Social Media dieses Jahr sehr präsent sind, ist ja das, ich bin mittlerweile so weit und sage, Social Media macht sehr viel mehr Spaß und du kriegst sehr viel schneller Feedback, wie wenn du jetzt zum Beispiel den Aufwand betreibst und am Sonntag gleich das erste Video schneidest und Möglichkeit so schnell wie möglich raushaust. Ich bin da und mache Fotos vom Infield und poste das und die Leute freuen sich darüber, dass sie diejenigen, die nicht da sind, dass sie das auch sehen. Deswegen ist für mich Social Media eigentlich fast schon mehr der größere Punkt wie YouTube. YouTube ist für mich dann eher so das, wo ich sage, da hocke ich mich straight hin und mache entweder meine Formate, die ich mir vorher durchdacht habe, was ich genau machen will, wie ein Bier mit. Das ist ein Format, das ich mir wahnsinnig lang überlegt habe. Soll ich es jetzt machen? Denn auch ich habe ja einen normalen Arbeitgeber. Was denkt der davon? Es ist ihm scheißegal. Hauptsache ich arbeite und bringe mir Leistung. Aber oder Social Media, wo sehr viele Leute einfach gleich komplett mit dabei sind. Das macht halt mega Spaß, so irgendwie dieses Festival zu verbringen. Auch das ist Arbeit, sich was auszudenken. Fotografiere ich jetzt das? Mache ich das? Was schreibe ich dazu? Das meint man gar nicht, wenn man es selber nicht mal aktiv betreibt. Und ich versuche echt tagtäglich. Instagram-Story ist auch so ein Thema, wo ich sage, da musst du erst einmal überlegen, was würde die Leute interessieren. Ja, das ist immer ganz wichtig. Aber hast du da was dazu zu sagen? Nee, ich gebe mir vorhin ganz recht. Also ich meine, du musst dir Gedanken vorher machen. Ich meine jetzt nicht, wenn ich jetzt wieder meine Videos nehme, zum Beispiel so ein Aftermovie, klar, da mache ich mir im Vorfeld nicht so viel Gedanken. Natürlich, das kommt aus dem Effekt raus. Wenn ich sehe, hey, die Leute, ich habe zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, gestern da hinten ist so ein Hau den Lukas-Ding da aufgebaut, wo du jetzt von Radio Bob, kleine Werbung. Mega geiles Ding. Kannst du draufzimmern, habe ich einen, der hat dann hier den Checkboard geknackt, da voll drauf gezimmert. Da habe ich gesagt, ey, danach gleich, ich habe dich gerade gefilmt, wie du draufgekommen hast, mega geiles Bild, hast du Bock, jetzt nochmal so hier richtig den Herkules zu machen. Dann hat er das gemacht und das kommt natürlich dann jetzt auch ins Video rein, dass ich sage, ey, geil, der haut da drauf und dann im nächsten Ding richtig, wie er hier den Arm rauspresst. Das kommt geil, du musst schon ein bisschen mitdenken, wie du das Ganze dann verpackst, dass du nicht einfach nur draufhältst, aber im Zweifelsfall kannst du auch damit arbeiten. Du musst ja nur ein bisschen dann beim Schnitt kreativ sein, das ist eigentlich das Wichtige. Klar. Kreativität ist immer wichtig. Aber bei Interviews zum Beispiel gebe ich dir recht, wenn ich jetzt ein Interview zum Beispiel vorbereite, klar, machst du. Setz dich vorher mal 3 Stunden hin. Erstmal musst du ja mal zu der Band was durchlesen. Aber mal gucken, was sind denn so die Standardfragen, weil die willst du ja eigentlich nicht raushauen. Ja, richtig. Und dann das Ganze mal zusammenschreiben und dann noch alles wissen, wenn du dann ins Interview gehst. Und dann muss es möglich. Warum, dass ich hauptsächlich keine Interviews mehr mache? Erstens, weil ich lieber die Fans vom Festival auf meinem Kanal haben will, wie die Fans von der Band, die ich gerade im Moment interview hat. Weil du die Leute halt interviewst, die sehen dann das erste Video, abonnieren vielleicht kurz, das nächste Video ist dann nicht mehr über die Band und dann sind sie schon wieder weg. Das ist halt das, was man bei uns im Genre richtig, was schwierig ist auszutarieren, wenn man nicht gerade über die geilsten Metal-Titten auf YouTube redet. Das ist richtig, ja. Ja, also ich würde abschließend jetzt sagen, wir stecken alle, egal in welchem Format, immer unser volles Herzblut nach der Arbeit. Also wie gesagt, wie wir schon eben erwähnt haben, wir haben alle normale Jobs und wir stecken das nach der Arbeit da rein. Und ich hoffe einfach, dass es bei euch da draußen ankommt. Und es kommt ja meistens auch an, würde ich jetzt mal so einfach so sagen. Also mein Feedback, das, was ich von meinen Siffler Ultras kriege, die wo immer kommentieren und immer liken
und das, was man halt braucht, um zu sehen, ob es gefällt, dann von denen kriege ich nur positive Kommentare und Kritik, wo ich sage, und dann weiß ich auch, was ich machen soll, ob ich so weitermachen kann. Wenn ich merke, ach, dieses Format, da sind 200 statt 1000 Klicks, dann weiß ich, okay, das kommt nicht so gut an, dann ja, überlege ich mir, ob ich das überhaupt weitermachen kann. Dafür bin ich. Ich bin Formateentwickler und ich bin ständig im Wandel. Jede Saison aufs Neue überlege ich mir, was kann ich überhaupt machen und was gefällt meinen Leuten. Und was macht mir natürlich Spaß und was kann ich leicht produzieren und trotzdem besoffen sein. Das ist nämlich manchmal auch der Jumping Point. Das ist das Allerwichtigste. Wir wollen ja alle keine Formate machen, die uns keinen Spaß machen, einfach nur um irgendwas abzuliefern. Sondern wie ich eben schon erwähnt, da steckt unser Herzblut drin. Und am besten könnt ihr das da draußen natürlich mit einem Like, ne, Daumen hoch, mit einem Abo und natürlich auch bei den beiden hier. Ich verlinke die beiden unten drunter, Orcraft und Dark Siffler. Ne? Und ja, ihr habt noch das Abschlusswort. Ihr seid die Geilsten, das ist schön, schönes Wetter. Ich trinke jetzt noch ein Bier. Das hört sich fast an wie ein Reim. Und zwar hier. Ist die Freude noch so lieb? Handbetrieb bleibt Handbetrieb. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Tschüss, ne?